Hallo. Hi, zweimal. Ebenso. 2x19,50 sind 39 Euro. Danke für den Zoo. Die machen sogar Fotos hier von einer, die du am Ende kaufen kannst. Wollen wir aber nicht mehr. Ui. Ich glaube, die gehen alle nach da. Der Chef von der Insel. Und bin ich hier. Aber wenn ich Feier oder Feier habe, dann ist das hier der große Mann. Wenn er kommt, aber keiner dran, bis er fertig ist. Und meistens hört er nicht auf, bis alles weg ist. So, Jugendarbeitszeit keiner da. Wir machen ein bisschen Familienplanung. Das heißt, die großen Männer sind alle sterilisiert worden. So, was hast du vor? Ich mache jetzt einen richtig guten Tausch. Zahle 3 Euro und bekomme 0 Euro zurück. Ja, mach mal. Dann mach mal, ne? Ja. Oh. Das ging schnell. Okay. Der ist irgendwie cool. Das ist echt aber geil. Sehr guter Tausch. Okay. So krass. Yeah, ist schon geil, so ich auch. Oder? Oh, ich bin noch am Witz. Ich find's ihn nice. Nee, ist Müll. Wir fahren Bimmelbahn. Der Skulpturenpark auf der linken Seite ist ein Freigelände für moderne Großkünstler. Moderne Großkunst, Spiegelei auf dem Feld. Bereits über 150 Werke von internationalen Künstlern. Er ist täglich geöffnet und der Eintritt ist frei. Hey, der echt? Auf. Feierabendverkehr? Ja. Schon mal hätte ich mir auch denken können. Geigelsteinturm. Das nördlichste der damaligen Staatsturm. Der Turm, eingelassen der Schatzturm mit den Kronen der Heiligen Drei Könige, die Elche, der Kölsche Mauer, der Kölsche Mauer, den man von vorne sieht. Hallo, alle mal winken. An die Schlacht von Dronningen im Jahre 1288 erinnern. Das ist aber nicht unsere Straße. Ey, da wo unser Hotel? Ja. Ja. Wir nehmen einen Becher mit. Ja. Stimmt. Oh, ich denke mal, das wolltest du nicht, ne? Ja. So. Weißt du, na? Das war jetzt unsere Fahrt mit der Bimmelbahn. Willst du hin? Abbahnhof? Genau. Kamera weg. So, Gepäck abholen ist angesagt. Ja.
Achso, ich lese nur Erwachsene. Hä? Ich hatte wie 4,18. Haben wir nicht 6 gezahlt? Ich dachte, wir hätten einen Gutschein für die Bimmelbahn. So, geil. Ich geh wieder rein, ne? Ich glaube ja. Ach so! Man macht das schon von alleine. Mal gucken, ob jetzt das Richtige rauskommt. Ihr Gepäck wird transportiert. Mal gucken, spannend. Oh. Oh. Hat einen langen Weg auf sich. Doch jetzt. Jetzt einmal öffne dich. Tada! Wow! Respekt! Ja. Ja, alles auf meinen Kissen. Ja, schnell bevor. Man weiß nie, wie lange man Zeit hat. Ja, gut. Ja, oh ja, Gott. Geht das automatisch? Ja. Gleis 5 war.